Betreiber von Photovoltaikanlagen haben alle Hände voll zu tun, um einen optimalen Wirkungsgrad der Anlage zu erreichen. Vor allem bei großen Anlagen fernab der öffentlichen Infrastruktur wird die Wartung vor Ort zu einer zeitraubenden Herausforderung. Wenn Leistungsprobleme oder Systemstörungen auftreten, musst du dich auf Servicetechniker vor Ort verlassen, die lange Fahrten durch unwegsames Gelände auf sich nehmen müssen. In der Anlage ist die Lokalisierung von Problemen so schwierig wie das Gelände selbst. Die Ursachen für eine schlechtere Leistung der Anlage sind vielfältig. Das Problem kann die Strings betreffen, aber auch durch Verschmutzung oder Wetterbedingungen hervorgerufen werden. Du bist auf der Suche nach einer intelligenteren und datenbasierten Methode zur Überwachung deiner Anlagen? Dann lern das PV-String-Monitoring-System von Weidmüller kennen. Mit diesem nachrüstbaren System kannst du die Daten von bis zu 32 Strings pro Generatoranschlusskasten erfassen. Die Kommunikation kann kabelgebunden oder drahtlos erfolgen. Per drahtloser LoRaWAN-Kommunikation werden die erfassten Daten zum Beispiel zur zentralen Weidmüller-Kommunikationsbox in der Anlage gesendet. Von dort werden sie in die Cloud oder auf einen Server übertragen, der sie in das bestehende SCADA-System integriert. So wird das Erkennen und Beheben von Fehlern zum Kinderspiel, da sich technische Probleme in der Anlage gezielt lokalisieren und beheben lassen. Ein großer Vorteil für den Energieertrag und die Betriebskosten des Systems. Was aber, wenn die Ursache auch in schlechten Wetterbedingungen oder einer Verschmutzung der Anlage liegen könnte, du aber nicht vor Ort bist, um das zu überprüfen? Wann ist der optimale Zeitpunkt, um eine Reinigung zu beauftragen? Schickst du jedes Mal einen Servicetechniker zur Anlage, um das zu beurteilen? Die einfachere Lösung: installiere eine Weidmüller-Wetterstation vor Ort, um dein Überwachungssystem um weitere Parameter zu ergänzen. Das System sammelt Wetterdaten vor Ort anhand eines Referenzpanels und überträgt diese in das System. Die Wetterstationen sind mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, die Parameter wie Temperatur, Sonneneinstrahlung, Windgeschwindigkeit und Richtung, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit und mehr messen. Alle Daten können an das lokale SCADA oder ein beliebiges Cloud-System gesendet werden. Die Station meldet auch, wenn die Panels gereinigt werden müssen. In anderen Fällen kannst du die Wartungsarbeiten auf Zeiten mit niedrigen Stromerträgen verschieben. Sprich uns an! Die Weidmüller Wetterstation, Monitoring-Lösungen und Kommunikationsinfrastruktur ermöglichen einen kostenoptimierten Anlagenbetrieb und eine langfristige Absicherung deiner Investition. So kannst du dich voll und ganz dem Ausbau neuer Photovoltaikflächen widmen.